is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Gott tritt für sein Volk ein. Höret, alle Völker, merk auf, Land und alles, was darin ist. Denn Gott, der Herr, hat mit euch zu reden. Ja, der Herr aus seinem heiligen Tempel. Denn siehe, der Herr wird herausgehen aus seiner Wohnung und herabfahren und treten auf die Höhen der Erde. In der Krise zeigt sich der Charakter. Die letzte große Belastungsprobe kommt am Ende der den Menschen gegebenen Gnadenzeit. Dann wird es zu spät sein, der Seele das zu geben, was sie gebraucht hätte. Gott rechnet mit den Völkern ab. In all den Jahrhunderten der Weltgeschichte haben Mitarbeiter des Bösen auf den Tag des Zornes hin Zorn gespeichert. Wenn die Zeit ganz kommt, dass die Bosheit die Grenzen der Gnade Gottes erreicht hat, dann wird seine Langmut zu Ende sein. Sobald die Zahlen in den himmlischen Berichtsbüchern die volle Summe der Gesetzesübertretung anzeigen, wird der Zorn kommen, nicht mehr mit Gnade vermengt. Dann wird man sehen, wie folgenschwer es ist, die Geduld Gottes ausgenutzt zu haben. Diese Krise wird erreicht, wenn die Nationen sich dazu einigen, das Gesetz Gottes außer Kraft zu setzen. Die Tage kommen, in denen die Gerechten wegen der ausufernden Bosheit zum Eifer für Gott bewogen werden. Göttliche Kraft allein kann der Arroganz Satans und böser Menschen standhalten. Doch wird in der Stunde, da Gottes Gemeinde in größter Gefahr steht, vom treuen Überrest die intensivste Fürbitte dargebracht. Und Gott wird das Gebet hören und erhören. Gerade dann, wenn die Schuld der Übertreter ihr Maß erreicht hat, wird er eingreifen. Er wird rechtschaffend sein Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, obwohl er vorher lange Geduld gehabt hatte. Der letzte Akt im Drama besteht in der Einsetzung einer Fälschung anstelle des Originals. Sobald dieser Ersatz allgemein gültig wird, wird Gott sich offenbaren. Wenn die menschlichen Gesetze über Gottes Gesetze erhoben werden, wenn die Mächte dieser Erde versuchen, die Menschen zu zwingen, den ersten Wochentag zu halten, dann wisst, dass Gottes Zeit zu handeln gekommen ist. Er wird sich in seiner Majestät erheben und die Erde fürchterlich erschüttern. Er wird aus seiner Wohnung kommen, um die Bewohner der Erde für ihre Bosheit zu bestrafen. Ihr Blut wird die Erde offenbar machen und nicht weiter verbergen, die auf ihr getötet sind. The Lord is coming. Are you ready?